Komm schon, Mann. Kann doch nicht so schwer sein. Wir befinden uns hier im ältesten Teil. Friedhofs, der um 1660 gegründet wurde. War das vor oder nach den Prozessen? Oh, gute Frage. Haben das alle gehört? Diese junge Dame hat gefragt, ob das vor oder nach den Prozessen war. Es ist tatsächlich einige Jahrzehnte zuvor passiert. Dieser Friedhof ist recht alt. Opfer ist ein Fest für die Unschuldig. Hey, ich bin auf deiner Seite. Thank you.
Warte mal, ja? Hier ist Travis, der Geisterjäger, und wir sind in Salem, Massachusetts. Das ist nicht mal ansatzweise vorbei. So viele Tote. Aber wahrscheinlich werden es nur noch mehr werden. Ich kann nur annehmen, dass dieser Friedhof bald noch voller werden wird. Meinst du nicht, das ist etwas übertrieben? Okay, cut. Ganz schön kalt hier draußen. Ja, wir hätten uns wärmere Jacken. Anziehen sollen. Und glaubst du, die Witches können dieses Jahr die Liga gewinnen? Wie sollen Hexen. Oh! Du meinst uns auch sofort. Nein, ich denke, wir haben gute Chancen. Thank you.
Es gibt den Tod und das, was danach kommt. Ich war schon immer Kleptomanin. Es ist nicht so, dass ich faul war oder so. Mir war bloß langweilig. Gestohlenes war schon immer interessanter. Ich konnte es ansehen und den aufregenden Moment des Diebstahls erneut erleben. Manchmal machte ich mir Sorgen, dass man mich schnappt. Manchmal war ich im Adrenalinrausch. Aber erst seit dem letzten Diebstahl weiß ich, was wahre Angst ist. Ich erinnere mich daran, als wäre es gestern, obwohl ich seit Jahren versuche, es zu vergessen. Meine Freunde und ich schlichen uns für ein paar Bier auf den Friedhof, wie an einem langweiligen Abend in der Woche üblich. Wir gingen zu unserer gewohnten Stelle, einem alten, heruntergekommenen Mausoleum. Aber diesmal war es verschlossen. Anscheinend interessierte sich endlich jemand für den toten Typen und wollte uns dort nicht feiern sehen. Also teilten wir uns auf und suchten nach etwas Neuem. Nach ein paar Minuten des Erkundens fand ich ein anderes Mausoleum, das zugänglich erschien. Eine Wand hatte begonnen zu bröckeln und ich quetschte mich durch. Das Innere sah aus wie die anderen auch, mit einem Unterschied. Auf dem zentralen Grab lag ein staubiger Rahmen mit einem Kranz aus aufwendig geflochtenem Seil.
Natürlich musste ich so etwas Altes und Wertvolles mitnehmen. Ich dachte, es wäre das Beste, eine Woche mit dem Verkauf zu warten, falls jemand ihn als gestohlen meldet. Also versteckte ich ihn auf dem obersten Regal und ging schlafen. In dieser Nacht hatte ich furchtbare Albträume von einer Hexe mit faulendem Fleisch und totem Gesicht. Ich wachte mehrmals auf, verängstigt. Egal wie oft ich versuchte, wieder zu schlafen, sie fand immer ihren Weg zurück in meine Träume. Über die nächsten Tage wurden die Albträume schlimmer. Ich wachte auf, nur um festzustellen, dass mir die Haare büschelweise ausfielen und meine Kopfhaut blutete. Ich schrieb das dem Stress und den Schuldgefühlen zu, etwas vom Friedhof gestohlen zu haben. Am nächsten Tag ging ich zu einem Leihhaus, um den Kranz zu verkaufen und mit der Sache abzuschließen. Ich fühlte einen Schauer, als der Pfandleiher mir sagte, dass der Kranz nicht aus Seil gemacht war. Tatsächlich bestand er aus den Haaren eines geliebten Verstorbenen, wie im späten 19. Jahrhundert üblich. Ich wollte, dass die Albträume aufhören, also verkaufte ich ihn. Mir entwich ein Seufzer der Erleichterung, als ich das Geschäft verließ, im Wissen, dass ich endlich Frieden finden würde. So kam es aber nicht. Ich hatte immer noch Albträume, in dieser Nacht und in jeder anderen auch. Ich ging zum Leihhaus zurück, aber der Haarkranz war fort, genau wie der Pfandleiher, dem ich den Kranz verkauft hatte, und der Typ hinter der Theke meinte, er hätte nie von jemandem gehört, auf den die Beschreibung passt. Ich wanke durch Salem, als verängstigte und leere Hülle meines früheren Selbst. Ich suche diese Stadt nach dem Kranz ab. Ich würde für ihn töten, alles tun, damit diese Albträume endlich aufhören. Vielen Dank fürs Anschauen meines Videos. Falls ihr noch mehr Tipps oder Tricks benötigt, klickt einfach auf den Playlist-Button. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr das Video liked, teilt und mich abonniert. Vielen Dank für eure Unterstützung. Haut rein!